In der Pferdehaltung gibt es viele Gesetze, die man beachten muss. Deshalb ist es hilfreich, wenn man sich mit den wichtigsten ein wenig auskennt. Am häufigsten ist es das Raumplanungsgesetz, das viele Pferdebesitzer an der Umsetzung ihrer Ideen und Wünsche hindert. Das Raumplanungsgesetz versucht, die in der Schweiz begrenzten Flächen zu bewahren. Das geht nur durch die Einteilung in verschiedene Nutzungszonen. Die Landwirtschaftszone beispielsweise gehört dem Nichtbaugebiet an. Hier darf nur gebaut werden, was für die Landwirtschaft nötig ist. Pferdehaltung ist raumplanerisch gesehen keine landwirtschaftliche Aktivität. Sie dient ja nicht der Lebensmittelgewinnung. Also gehört sie in die Bauzone. Dort sind kaum große Flächen zu finden, aber Pferde brauchen Platz. Ein echter Konflikt. Ein paar Möglichkeiten gibt es trotzdem, um Pferde außerhalb von Industriegebieten und Wohnquartieren zu halten. Die Grundlagen dazu finden sich in der Bundesgesetzgebung. Bestimmt wird der Status anhand des betrieblichen Gesamtarbeitsaufwandes an landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Die richtig großen Bauernbetriebe werden landwirtschaftliches Gewerbe genannt. Kleinere Landwirtschaftsbetriebe mit weniger Gesamtarbeitsaufwand gelten als Kleinbetriebe. Und Nichtlandwirte in der Landwirtschaftszone sind Hobbytierhalter. Sie sind nicht als Landwirtschaftsbetrieb anerkannt. Auf bestehenden landwirtschaftlichen Gewerben ist die Haltung von eigenen oder Pensionspferden zonenkonform. Es dürfen so viele Pferde gehalten werden, wie der Betrieb mit hauptsächlich eigenem Futter ernähren kann. Es dürfen neue Ställe, Lagerräume, Sattelkammern oder Weideunterstände gebaut werden. Auch befestigte Allwetterausläufe bis maximal 150 Quadratmeter pro Pferd sind möglich. Diese Paddocks müssen aber grundsätzlich direkt an den Stall angrenzen und sie sollten einfach wieder rückbaubar sein. Plätze bis zu 800 Quadratmeter dürfen ebenfalls gebaut werden. Das können ein Reitplatz, ein Raunpen oder eine Führanlage sein. Reithallen werden aber nicht genehmigt. Auch Reitstunden geben oder die Reitplätze vermieten ist nicht erlaubt. Das wäre dann schon eine gewerbliche Aktivität, die über die eigentliche Haltung von Tieren hinausgeht. Und das darf man nur in der Bauzone. Bestehende Kleinbetriebe dürfen keine neuen Gebäude für die Pferdehaltung bauen. In vorhandenen Gebäuden, die aber nicht mehr für die Landwirtschaft genutzt werden, dürfen eigene oder auch Pensionspferde gehalten werden. Auch hier müssen genügend Futtergrundlage und Weiden vorhanden sein. Allwetterausläufe dürfen genau wie bei landwirtschaftlichen Gewerbe befestigt werden. Reitplätze oder Weideunterstände sind aber nicht möglich. Wie auf landwirtschaftlichen Gewerben ist nur die Haltung, also die Unterbringung der Pferde erlaubt. Andere Aktivitäten, wie das Erteilen von Reitstunden zum Beispiel, nicht. Nichtlandwirte dürfen in der Landwirtschaftszone bestehende, nicht mehr genutzte Gebäude für die Haltung ihrer eigenen Hobbypferde umnutzen. Voraussetzung dafür ist, dass sich das Wohngebäude des Pferdebesitzers in der Nähe befindet. Die Pferde müssen selber betreut werden, was die Anzahl erlaubter Tiere einschränkt. Das Futter muss aber nicht selbst produziert werden. Flächen für Allwetterausläufe dürfen gleich wie auf Landwirtschaftsbetrieben befestigt werden. Es muss aber vermieden werden, dass die äußere Erscheinung der Hofanlage stark verändert wird. Weder der Bau von Reitplätzen noch von Weidehütten ist möglich, genauso wie das Reitstunden geben. Pensionspferde dürfen nicht gehalten werden. Sie sehen, es gibt Möglichkeiten. Aber die Gesetzeslage ist kompliziert. Und als ob das nicht schon genug wäre, die Umsetzungen in den verschiedenen Kantonen unterscheiden sich. Zum Beispiel darin, wie viele befestigte Auslauffläche pro Pferd tatsächlich bewilligt wird. Es ist deshalb ratsam, Kontakt mit den zuständigen Behörden oder mit guten Beratungsstellen aufzunehmen. Tun Sie das, bevor Sie ein Grundstück in der Landwirtschaftszone kaufen und bevor die Baumaschinen kommen. Sonst kann der große Traum vom eigenen Stall schnell in einem bösen Erwachen enden.